rundes Jubiläum. Die Wirtschaftsförderung Frankfurt feierte gestern Abend mit einem Sommerempfang in den Lateral Towers ihren 25. Geburtstag. Rund 700 Gäste blickten zurück auf die Arbeit eines Vierteljahrhunderts, in dem die Wirtschaftsförderung mit dazu beitragen konnte, herausragende Projekte zu realisieren. Dieses historisch einmalige Projekt der EZB-Kampagne, das geht ja auf eine Initiative der Wirtschaftsförderung zurück, wo man in Welten vorgestoßen ist, wo ein Kommunaler, ich war damals noch Beamter, als kommunaler Beamter nie hinkommt. Das zweite ist ein ganz anderer geartetes, das ist das Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie, was mich auch 5 Jahre beschäftigt hat. Die Wirtschaftsförderung Frankfurt unterstützt Firmen aus dem In- und Ausland bei der Ansiedlung in Frankfurt, initiiert Netzwerke und Branchentreffs und berät Unternehmen bei genehmigungsrechtlichen Verfahren. Seit 2008 führt Peter Kania die Geschäfte der Wirtschaftsförderung. Der 68-Jährige hat bereits angekündigt, seinen Posten zum Ende des Jahres räumen zu wollen.